Herzlich willkommen bei den Bäckers. Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Aktuell sind wir in Spanien. Wir fahren die Küste entlang bis nach Andalusien. Und was wir so alles erleben und sehen, das halten wir in unseren Videos auf unserem Kanal fest. Wenn du keines davon verpassen willst, dann abonnier uns und drück die Glocke. In diesem Video sind wir im bergigen Hinterland von Malaga unterwegs. Wir reisen von Antequera nach Alora, in den Naturpark El Torcal und wieder zurück nach Antequera. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran! Hallo, schön, dass ihr wieder mit uns unterwegs seid. Michael ist am Fahren, muss sich auch konzentrieren. Warum, seht ihr gleich, wenn ich die Strecke zeige. Wir haben Antequera verlassen und da die Wettervorhersage nicht besonders erquickend war, es war also Regen und nicht so dolle angekündigt, haben wir uns einen Stellplatz gesucht, wo wir Strom und WLAN versorgt waren und sind auf einem Bed and Breakfast Hostel Camperplatz gelandet, nähe Alora. Ein schöner Platz. Dort waren wir jetzt 4 Tage. Jetzt ist das Wetter besser. Und wir fahren wieder zurück, denn wir wollen unbedingt in den Naturpark El Torcal. Und da fahren wir jetzt hin. Wir zeigen euch aber noch die Bilder von dem Stellplatz, wo wir die letzten 4 Tage waren. Und wir haben auch einen Abstecher nach Alora gemacht. Mehr oder minder unfreiwillig. Mir ist nämlich eine Zahnfüllung rausgefallen und ich musste zum Zahnarzt. Aber naja, hat alles gut geklappt. Und jetzt zeigen wir euch die Bilder von Alora, von der Anfahrt. Und dann geht's weiter, wenn wir im El Torcal sind. Bis dahin! Der Stellplatz liegt umgeben von Natur, ganz unten an der Straße. Hier ist er zu sehen. Und all dieses Gebiet hier rund um Alora gilt normal als sehr fruchtbares Land. Es wird Mais, Dattelpalmen und Zuckerrohr angebaut. Und wie man auf den Bildern unschwer sehen kann, ist es ziemlich dürre hier. Und die Besitzer vom Stellplatz sagten uns, dass man unter der extremen Wassernot leidet. Es ist der trockenste Winter seit Wetteraufzeichnungen. Und es gibt sogar Gemeinden, in denen reglementiert wird, dass Leute ihre Autos nicht mehr waschen dürfen, den Garten nicht mehr bewässern, weil man einfach ja mit dieser Wasserknappheit zu kämpfen hat.
Wir haben den Aufenthalt an dem Stellplatz letztendlich nur dazu genutzt, um die paar Regentage zu überbrücken. Wir sind spazieren gegangen, war mit den Hunden nicht ganz so einfach. Es gibt nur dieses ausgetrocknete Flussbett in der Umgebung und eben diese ausgetrockneten Felder. Aber wir haben die Zeit trotzdem hier genossen, haben mal wieder Wäsche gewaschen und im Wohnmobil klar Schiff gemacht. Bei uns zu Hause gibt es ja das Felsenmeer, hier ist es der Felsenfluss. Das ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Keine Ahnung, wann hier das letzte Mal Wasser durchgeflogen ist. Und was voll die Frechheit ist, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Also zu Hause habe ich meine Oleander geschnitten, gedüngt, umgetopft, gegossen. Und hier wachsen die einfach so, ohne irgendwas. Da ist einer hier überall Ableger. Frechheit, oder? Alora ist eine Stadt mit rund 13.000 Einwohnern in Andalusien und liegt ca. 40 Kilometer nordwestlich von Malaga im bergigen Hinterland der Costa del Sol. Im 17. Jahrhundert gab es ein Erdbeben, wodurch der größte Teil der Altstadt zerstört wurde. Die Burg, also das Castillo de Alora, wurde im Mittelalter erbaut und gilt heute nicht nur als Wahrzeichen der Stadt, sondern auch als nationales Denkmal. Das ist erhalten und kann auch gut besichtigt werden. Alora liegt 220 Meter hoch, ist umgeben von Gebirge und hat typisch andalusisch weiße Häuser, kleine und auch sehr steile Gassen, zahlreiche Bars und Restaurants. Und wer wandern möchte, der Caminito del Rey ist nur etwa 10, 15 Kilometer entfernt.
So, wir sind im Naturpark Tokal. Sind hier hochgefahren und haben extrem viel grüne Flächen gesehen. Haben wir so ein bisschen vermisst in den letzten Wochen. Sah aus nicht wirklich wie Spanien. Wir haben immer Motorräder, gell, wenn wir Aufnahmen machen. Das ist jetzt der vierte Anlauf und ich glaube das zehnte Motorrad. Wir lassen es jetzt. Das bleibt es so im Kasten. Also wir sind auf dem ersten Aussichtspunkt in diesem Naturpark. Es geht jetzt noch ein Stück weiter bis auf 1400 Meter Höhe. Und ab dort gibt es dann Wanderwege, die man durch den Tokal oder wie auch immer man das sagt, El Tokal heißt das Gebiet, machen kann. Also wir sind gespannt. Das sieht hier schon richtig cool aus, richtig krass aus. Ja, wir nehmen euch mit und lasst die Bilder auf euch wirken. Jetzt lassen wir noch die Fahrräder hier vorbei. Das ist eine extreme Steigung, also die fahren hier in Zeitlupe. Die quälen sich ganz schön. Eieiei. Das Naturschutzgebiet El Tokal liegt ca. 10 Kilometer südlich von Antequera und hat den offiziellen staatlichen Titel einer geschützten Naturgegend. Und wer einmal vor Ort war, der kann auch durchaus nachvollziehen, warum. Diese bizarren und skurrilen Felsformationen auf gut 1400 Meter sehen aus, als hätte jemand Steine aufeinander gestapelt. Und über Millionen von Jahren hat die Natur hier durch Erosion und Witterungen Karstsäulen geschaffen, die durchaus dem amerikanischen Preiscanyon ähneln. Das Gebiet zählt zu den Hauptattraktionen von Andalusien und zieht jährlich über 100.000 Touristen an. Ganz oben gibt es ein Besucherzentrum. Von dort aus hat man die Möglichkeit zu wandern. Das haben wir eben auch gemacht. Ausgewiesen sind 2 bzw. 3 Routen. Die grüne mit 1,5 Kilometer, die gelbe mit 2,5. Beide sind durchaus anspruchsvoll, gehen über Stock und Stein, über kleine Felsvorsprünge. Und man hat zeitweise den Eindruck, in einer Mondlandschaft oder in einer Fantasiewelt zu sein. Die rote Route, das sind rund 8 Kilometer, ist nur mit Führung möglich. Dazu kann man sich im Besucherzentrum anmelden. Und dann geht es tatsächlich bis zur höchsten Stelle im Tokal auf 1400 Meter. Und bei guter Sicht kann man hier sogar den afrikanischen Kontinenten sehen. Im Naturpark selbst leben eine Vielzahl von Vogelarten, darunter Geier und Uhus. Und mit etwas Glück kann man aber auch Felsentiere wie zum Beispiel Bergziegen und Steinböcke sehen. So, wir haben uns jetzt für die kleine Wanderung entschieden, die leicht sein soll. Also es ist, naja, gut, liegt immer im Auge des Betrachters. Wahrscheinlich denkt ihr, das sind nur Steine, aber das ist so faszinierend und das so krass, vor allen Dingen voll weitläufig. Das sind ja Unsummen von Tonnen von Gestein, die da übereinander geschichtet sind. Man kann das gar nicht erklären, wie es hier aussieht. Man muss das eigentlich selber mal gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Und die Vorstellung, dass das mal ein Meeresboden war, ist unglaublich. Also ich habe eigentlich gar keine Worte für. Das ist so faszinierend. Und ja, also wir hoffen, dass es zumindest ein bisschen auf den Bildern rüberkommt und ihr nicht denkt, okay, noch ein Stein. das ist echt Wahnsinn. Also das, wenn ihr nach Spanien fahrt, fahrt hierher. Das ist ein Muss. Das müsst ihr euch angucken. Das ist das Krasseste bislang auf unserer Reise. Also für mich.
Ich sehe das in etwa noch cooler wie die Wüste. Ja. Das war schon toll, aber hier, das ist der Fehler, eigentlich die Worte. Ne? Ja, ist unser Highlight. Also, dann ja, viel Spaß mit den Steinbildern. Nach unserer Wanderung haben wir entschieden, dass wir wieder aus dem Naturpark rausfahren. Wir haben zwar von anderen Campern gehört, dass man auch am Besucherzentrum stehen und übernachten kann. Wir hatten dabei aber nicht so ein gutes Bauchgefühl. Und deswegen sind wir wieder aus dem Park rausgefahren. Und dort am Parkeingang befinden sich Parkplätze für Wanderer. Denn man kann auch direkt von unten aus Wandertouren übernehmen. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wenn es uns dort gefällt und wir ein gutes Gefühl haben, dann wollen wir hier übernachten. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht auf unserem Parkplatz am El Torcal Nationalpark und haben jetzt beschlossen, dass wir nochmal zurück nach Antequera fahren und uns das Städtchen anschauen, denn das konnten wir beim letzten Mal ja nicht, weil es nur geregnet hat. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass es direkt am Stadtrand auch einen Freistehplatz gibt und genau den fahren wir jetzt an. Wie alle Freistehplätze hier gibt es hier keine Dienstleistungen, also keine Fähr- und Entsorgung, Strom und so weiter. Aber dafür hat man einen wunderbaren Blick über die Region, über die Stadt und man schaut direkt auf das Castillo. Wo der Platz liegt, blende ich euch hier oben ein.
vom Platz aus kann man direkt runter ins Städtchen laufen. Antequera hat über 40 Kirchen, eine Vielzahl an Bars und Restaurants. Und ja, das wollen wir nutzen. Wir laufen jetzt einfach mal los, schauen, wo es uns gefällt. Vielleicht finden wir eine nette Möglichkeit einzukehren, Kaffee con Leche zu trinken oder auch ein Cerveza. Mal sehen. Thank you.